This is a journey into sound. Kreuzverhör, Folge 5, da sind wir wieder und entgegen aller Gewohnheiten, wie man das normalerweise anfangen, gibt es heute zwei Neuerungen. Nummer 1, ich mache das Intro, Nummer 2, ich mache es zum ersten Mal ohne Schnupfen. Eine lange Historie einer laufenden Nase nimmt ein Ende und Chapter Hannover. Michael, erzähl mal kurz, was die Zuhörer und Zuhörerinnen heute erwartet, beziehungsweise wer. Genau, ja, von meiner Seite aus auch erstmal ein Hallo aus Hannover. Ja, der heutige Gast, viele gute Erinnerungen, wirklich viele gute Shows zusammengespielt. Die Shows, die nicht so gut waren, trotzdem geil gewesen, immer geil abgehangen. Dann, glaube ich, bestimmt schon mindestens 12 Jahre aus den Augen verloren, lange nicht gesehen. Und dann vor wenigen Wochen, beziehungsweise mittlerweile sind schon wieder ein paar Wochen, dann bei Heaven Shall Burn noch so ein bisschen kurz in den Armen gelegen, als man dachte, Corona wäre schon fast wieder Schnee von gestern. Jetzt mit sicherheitskonformem Abstand zugeschaltet, ein Gast aus Hamburg, der sich gerne einmal selbst vorstellen darf. Ja, hallo allerseits. Mein Name ist Philipp Wulff. Ja, genau, wie Mike gerade sagt, wir haben eine lange gemeinsame Historie. Früher habe ich in der Band Ritual gespielt und ich würde mal so denken, 2007, 2008 etwa war das, da haben wir mit MT Vision wahnsinnig viel, also Mikes alter Band, wahnsinnig viel zusammengespielt. Da haben wir uns wirklich dann fast jedes Wochenende irgendwie gesehen. Und was so schön daran war ja irgendwie, dass da so Bands aufeinander trafen, die sich nicht nur auch musikalisch geschätzt haben, sondern die sich wirklich sozusagen, wo sich jeder mit jedem irgendwie angefreundet hat. So, ne? Das hat man ja gar nicht so oft erlebt. Ja. Und dann verliert man sich aus den Augen. Und ab und zu, also mir geht's so, fragt man sich dann ja auch so, was ist eigentlich aus den ganzen Leuten geworden, die man damals so aus dieser Zeit und aus dieser Sphäre so kannte. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht, das ist ja auch ein bisschen Sinn vielleicht dieses Podcasts, also jetzt mal wieder hier in Fühlung zu geraten. Also freue ich mich wirklich sehr auf dieses Gespräch. Ja, wir uns auf jeden Fall auch. Auch schön zusammengefasst, doch wirklich. Also genauso kann man sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr starker Bromance-Faktor hier. Das freut mich sehr für euch, dass ich ein Teil davon bin, euch wieder zusammenzubringen. Ja, ich jetzt irgendwie als drittes Rad am Fahrrad, muss aber hinzufügen, Philipp, ich habe dich natürlich auch schon gesehen, mehrmals, aber auch nur inkognito. Ich erinnere mich noch damals, Ritual im Café Nova in Essen habe ich dich gesehen und einmal haben wir sogar zusammen in Mannheim gespielt auf dem This Charming Fest. Beide Male haben wir zwar nicht miteinander gesprochen, aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, Philipp, du siehst eigentlich immer noch aus wie vor 13 und wie vor 7 Jahren. Das ist eigentlich schon erschreckend. Ja, der Mann, der nicht altert. Unglaublich. Danke, danke. Ich kenne auch tatsächlich nur ein einziges Foto von dir, wo du noch jünger aussiehst, als du es heute tust. Zumindest auf den Promo-Fotos, die ich von dir kenne. Und jetzt auch über die Kamera. Und zwar das ist 7-Inch-Cover von der Messerplatte, ja, wo du mit gefühlt 4 Jahren am Schlagzeug sitzt und trägst dieses geile Nirvana-Smiley-Shirt. Ja, genau. Und siehst aus wie ein junger Dave Lombardo. Großartig übrigens. Im Zuge dessen, wie kam es eigentlich dazu? Also was war zuerst? Alternative Musik, Schlagzeug? Wie war bei dir so die Reihenfolge? Wie bist du drauf gekommen? Die Geschichte ist eigentlich banal, weil oder mein damals bester Freund und Klassenkamerad, mit dem habe ich zusammen halt Musik ausgecheckt. So, keine Ahnung, ab dem Alter von 11 oder 12. Und eben dann so Gitarrenmusik, mal im weitesten Sinne gesagt, weil das war auch diffus, was da alles dann so irgendwie, was wir da so entdeckt haben. Naja, der hatte einen Vater, der hatte eine E-Gitarre. Und weil er eigentlich Geige gelernt hatte, konnte er wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut Gitarre spielen. Und dann war einfach klar, wir wollen eine Band machen und wir brauchen Schlagzeug. Und dann habe ich einfach meine Eltern wirklich so sehr bedrängt, bis sie irgendwann nicht mehr anders konnten, als mir ein Schlagzeug zu schenken. Und dann haben wir so mit 12 angefangen zu proben, zu zweit zuerst, Eigenkompositionen auch schon und viele Cover natürlich.
Und so mit 14 dann ganz klassisch so auf dem Schulkonzert das erste Konzert gespielt. Und dann hat das tatsächlich, also dann mit in der Zwischenzeit hatten wir auch einen Freund noch überredet, was zu lernen. Und dann hat das auch tatsächlich in Recklinghausen, also so auf so einer Lokalmusikebene, auch schon ziemliche Wellen geschlagen, weil einfach, wir waren halt Kinder quasi, ne? Wir waren halt Kinder, die aber so ganz passabel halt irgendwie so, ja, Alternative Rock machen konnten halt irgendwie, ne? Also haben halt irgendwie Rage Against the Machine gecovert. Silverchair war natürlich so Vorbilder, weil die auf dem ersten Album auch erst 16 waren. Das war. Ja. Oh, krass, ja. Okay. Naja, und dann kam aber halt so, wie das dann damit so losging und auch in Recklinghausen die Konzerte losgingen, bei mir halt dann so mit 14 eben so Hardcore und Straight Edge dazu. Das habe ich dann so entdeckt und da ist für mich halt einfach so eine Tür aufgegangen. Das war das Krasseste. Das war so. Hier habe ich was entdeckt, das kennt keiner, das ist aber das Geilste. Und das hat mich so schnell, so stark eingesogen, dass ich dann auch was anderes machen wollte eigentlich. Und dann habe ich mit 15 eben Julian und Danny kennengelernt. Weißt du noch, was so das Erste war, was du da so gehört hast, was dich so umgehauen hat? Ja, also ganz am Anfang oder ganz früh war auf jeden Fall Refused, Songs to Fan the Flames of Discontent, Rather Be Dead gehört und gedacht, krass. Mag ich bis heute wahnsinnig, die Platte. Ja, genau. Und dann mit 15 dann halt so Danny und Julian kennengelernt, die aber auch eben, ne, so Refused war auch für die super wichtig. Und das waren irgendwie Leute vom anderen Ende der Stadt, die ich vorher noch nicht so im Kreis hatte, die auch irgendwie, ja, cooler waren. Die waren einfach schon tief drin. Der große Bruder von Julian, Michi, hatte die halt mit den ganzen 90er-Sachen versorgt und sozusagen secondhand haben wir alle sozusagen über Michi als unseren großen Bruder quasi dann halt so unsere 90er-Hausaufgaben gemacht sozusagen gemeinsam und uns total geprägt. Und ja, und die wollten halt eben eine Straight-Edge-Band machen. Und da dachte ich halt so, ja, das ist das Geilste, das will ich auch. Ne? Und dann haben wir so mit 15 eben die Band gegründet, die dann mit 18 Ritual wurde. So. Und da, ab dann war auch für mich eigentlich, ja, alles vorher war uninteressant geworden eigentlich. So hart das klingt, aber es war halt eben, ja, dieses Hardcore-Ding, also entweder man ist da halt irgendwann mal so wie Obelix in dieses Fass reingefallen oder man ist halt nicht in das Fass gefallen. Und ich bin so mit 15 in das Fass gefallen auf jeden Fall. Hast du denn jemals auch irgendwie ein anderes Instrument gelernt oder ausprobiert? Oder warst du immer der Schlagzeuger? Nee, ich habe vorher so ein paar Jahre Saxophonunterricht gehabt. Auch ein geiles Instrument, habe ich aber auch nie wirklich gebacken gekriegt. Hatte auch nie Bock zu üben. Ne? Und das ist beim Schlagzeugspielen übrigens ja auch ein bisschen so, was, das muss ich auch zugeben. Also ich bin bis heute jetzt kein. Ich habe jetzt nicht so sehr ein Musiker-Selbstverständnis, ne? Obwohl ich es natürlich irgendwie bin und auch ein bisschen ist das so gewachsen vielleicht in den letzten Jahren, aber ich habe halt nie Bock auf Üben gehabt. Ich wollte immer mit anderen Leuten Musik machen, mit anderen Leuten zusammen Musik machen. Ich wollte eine Band haben, das finde ich bis heute, das ist das, was mich daran interessiert und viel mehr als irgendwelche Paradiddle zu üben oder sowas. Hast du denn Unterricht gehabt, Schlagzeugunterricht, oder hast du dir alles immer selbst beigebracht? Nee, ich habe ein paar Jahre Unterricht gehabt. Als ich da so mit 12 angefangen habe, das erst so selber, ich hatte dann so irgendwelche Bücher, wo ich dann immer so, ach, das ist die Bassdrum und dann mache ich hier oben das so und mir so ein bisschen selber beigebracht. Dann hatte ich ein paar, ich weiß nicht mehr wie lange, aber irgendwann ging es dann halt halt so viel dann um irgendwie, ja, halt dann irgendwie so Jazz oder Latin oder so und dann war ich dann irgendwie so ein bisschen so, ja, das ist zwar nice, aber das brauche ich gerade nicht. Ich will halt Rockmusik machen quasi. So, ja, genau. Und dann hatte ich halt einfach auch nicht mehr so viel Lust und ja. Okay, also ist der Großteil irgendwie alles Learning by Doing, weil wenn man sich so deine Diskografie ansieht, das ist ja schon vom Anfänglichen, so wie der Michael gesagt hat, ballern jetzt irgendwie. Da ist dann, sind auch schon mal ein paar andere Percussion-Anteile dabei. Ist es alles so ausprobieren und Learning by Doing oder bereitest du dich auf manche Releases so richtig bewusst vor, hörst dir Sachen an, ey, was kann ich da machen, will ich mich oder entwickle ich das, den Song nochmal irgendwie weiter, hast du sowas? Also ich höre die ganze Zeit Musik, es läuft immer Musik, es ist wahnsinnig viel Verschiedenes.
Und dabei bleibt natürlich viel hängen, irgendwie auch so unterbewusst, dass man dann irgendwie mal denkt, ah, sowas könnte ich doch auch mal machen. So. Also zum Beispiel, genau, also was für Percussion-Instrumente gibt es eigentlich noch so? Achso, die Maracas klingen irgendwie geiler als diese kleinen Eier da. Dann kaufe ich mir mal die Maracas und dann habe ich auch einen großen Spaß daran entdeckt, so wenn man dann halt schon aufgenommen hat, kommen dann halt dann irgendwie Rohmixe und dann sitze ich so zu Hause und denke dann halt so, da wären doch jetzt so zwei Schellenkranzschläge irgendwie geil. Dann nehme ich die halt mal auf. Und entweder die sind dann geil oder ich komme halt wieder weg. Und das liebe ich total. Also dann im Nachgang das so ein bisschen wie so eine, in Anführungszeichen, Techno-Produktion zu denken. Also weißt du, wo die Songs erst so in die Horizontale gehen, gehen die jetzt, kann man die noch in die Vertikale schichten sozusagen. Und das ist einfach, da kann man sich einfach austoben und rumprobieren und schauen, was irgendwie da gut ist oder nicht. Und das, ja, das macht einfach Bock. Wenn man das halt so in der Retrospektive sich anguckt, irgendwie, ich muss jetzt halt immer an dieses Bild denken, wie du in diesem Proberaum sitzt mit diesem Nirvana-T-Shirt und wer hätte dann gedacht und so, das gefällt mir total gut. Dieses wer hatte das gedacht, das sind natürlich so Gedanken, dass, die ich mir auch oft mal mache über irgendwelche Entwicklungen, die ich nicht hätte kommen sehen. Auch nicht als Teenager, dass ich irgendwann mal auf Reggae und Dub stehen würde und dann beim Messer ankommen und sage, lass uns doch mal irgendwie solche Einflüsse einbauen. Da hätte ich früher als Straight Edge Kid gesagt, nee, das werde ich niemals geil finden. Ne? Und was würde Karl Büchner dazu sagen? Exakt. Kleine Fußnote an der Stelle, weil das mich selbst erstaunt. Wenn ich Hardcore gehört habe und irgendwelche Platten habe ich immer mal wieder so zum Abreagieren rausgehört, Destroy the Machines von Earth Crisis, Leute. Keine Ahnung warum, aber das ist wirklich ein saugeiles Album. Ich habe es damals gar nicht jetzt so ständig gehört, ne? Da haben wir ja eher dann Chokehold als Earth Crisis geil gefunden. Aber finde ich saufett. Also musikalisch jetzt auch gerade. Jetzt nicht mal diesen Überbau Earth Crisis, sondern echt musikalisch. Ein saufettes Album. Wo wir gerade bei Karl Büchner waren. Ja, von wegen Karl Büchner und Straight Edge und Backstabbing und so. Sag mal hier, Messer. Wie entsteht so ein typischer Messer-Song, falls es überhaupt einen gibt? Ja, das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Also es ist, weil es nicht so einheitlich ist. Und es sich auch ein bisschen gewandelt hat. Also der Messer-Theme-Song sozusagen für die meisten bis heute ist ja irgendwie immer noch Neonlicht. Da weiß ich noch sehr genau damals, als der entstanden ist, dass das hat, Pascal hatte halt ein neues Effektgerät, das diesen Synthi-Sound, also das ist nämlich eine Gitarre, das ist gar kein Synthi, der da so schwebt. Und er hat halt einfach das Effektgerät angeschmissen und dann halt eben da so diese zwei Töne, dann war halt so alles klar, so ja, okay, ja, also der Rest, der kam dann von wie von selbst. Also da war es wirklich sozusagen eine technische Neuerung, die plötzlich halt in so einen Song-Drive geführt hat. Es gibt aber heute auch viele Songs, die zum Beispiel Milek, unser Gitarrist, im Grunde komplett schreibt und in Demoform schon bringt. So. Und dann gibt es aber auch Stücke so, da gibt es dann halt vielleicht mal so ein Thema oder so ein typisches Pogo-treibendes Bass-Ding so. Und dann guckt man halt weiter und merkt dann halt schnell, ah, wir brauchen noch ein C-Teil, gut, lass uns mal auf Forschungsreise gehen, dann muss man halt noch was, ne, aber manchmal entstehen Songs sogar auf Grundlage von einfach nur einer Idee, im Sinne von, ich mach mal was auf der Rhythmusmaschine, ne, die Hölle fällt mir da ein, also da nehme ich dann halt einfach mal was auf und dann sollen die anderen damit Harmonien gucken, ne, weil ich mache eben logischerweise, klar, im Songwriting im Sinne von, dass ich irgendwas Harmonisches beisteuere, das gar nicht. Wie ist es mit den Texten? Ist es auch so Gesamtwerk oder hat Hendrik da so freie Hand und der Rest nickt es einfach ab? Ja, auch da, also ich gab sozusagen eine gewisse Entwicklung, ne? Auch wie ich das jetzt gerade über Songwriting sage, die Band gibt es ja jetzt auch schon. Also wir sind, letztes Jahr hatten wir 10-Jähriges, das ist auch schon eine ganze Weile, das darf man gar nicht vergessen, dass da hat sich natürlich auch was getan. Also als wir angefangen haben, wohnten wir alle noch in Münster. Ne? Mittlerweile sind wir 4 Leute in 4 Städten, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und da habe ich, Hendrik war mein Nachbar und bester Freund, wir hingen fast jeden Tag rum und haben die ganze Zeit diskutiert über, was soll diese Band sein, was wollen wir da alles reinlegen und wie viel vielleicht auch nicht offenlegen. Ne? Und da haben wir eigentlich alles diskutiert. Und dann gab es eine Zeit, das fällt so mit dem dritten Album zusammen, würde ich sagen. Also die ersten beiden sind ja sehr nah aneinander, 2012 und 2013.
Mit dem dritten Album, da war ich dann schon in Hamburg, Henrik nach Berlin gegangen. Und da habe ich dann auch oftmals das Gespräch gesucht, auch kritischer, also ich, ja, das, den Schuh muss ich mir schon anziehen, auch ein bisschen mit kritischer Absicht mal an Textanmerkungen gemacht. Und das haben wir uns schon mal auch in die Wolle gekriegt. Und das, man kann das wirklich ein bisschen klischeehaft verknappen auf so eine Auseinandersetzung zwischen dem Schriftsteller und dem Literaturwissenschaftler, die da halt sozusagen in so Rollenkonflikte geraten. Genau. Und ich mir denke, wieso? Ey, man kann doch alles analysieren und ich frage ja nur jetzt, ne, so. Und der Schriftsteller, der aber auch eben gar nicht dann alles unbedingt verteidigen will, weil er eine andere, weil es ihm eher um eine gewisse Intensität im Text geht, als jetzt um, sagen wir mal, bestimmte Logik oder so. Oder so eine Rationalität, die ich natürlich dann als Analytiker dann sozusagen darin suche. Das, diese Konflikte, die darum entstanden sind, haben wir mittlerweile aber total befriedet. Das ist auch schön. Also ich glaube auch, dass überhaupt selten so harmonisch in der Band war wie heute. Es ist eben wirklich so ein bisschen halt also das Bewusstsein, so diese Band wollen wir auch noch als Opas machen irgendwie. Und da sind wir auch gerade ganz guter Dinge, dass das klappen kann. Weil genau, Henrik hat da im Grunde Narrenfreiheit, kann man sagen. Aber nicht einfach jetzt sozusagen, um von Konflikten abzusehen, sondern weil ich auch wirklich verstanden habe, dass das den Texten auch die Stärke gibt, wenn da Henriks Texte funktionieren nicht mehr, wenn sie äußere Kompromisse eingehen, glaube ich. Okay. Ich glaube, das ist was ich gecheckt habe. So, dass die Texte gerade darin ihre Stärke haben, dass sie zwar nicht jetzt irgendwie willkürlicher da sind, so nee, da kann man schon auch sozusagen verstehend rangehen, aber es wird immer ein Rest bleiben, der ein Rätsel ist, so. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Also, dass man irgendwie da auch so durch ein auch wiederholtes Hören sich einem Verstehen irgendwie annähert, das aber nie ganz eingelöst wird, wo man sagen kann, so, jetzt habe ich den Text in der Tasche. Und das mag ich aber auch, das mag ich an Kunst und Musik generell. Also, das sind Sachen, die ich auch lange dann höre, wenn ich immer noch das Gefühl habe, da ist noch was, das habe ich noch nicht im Griff. So. Ja, vor allem. Aber es ist schön und ich will immer wieder hingehen. Ich möchte immer wieder da. Ja, ich glaube, das gibt einem ja auch als Hörer immer wieder die Möglichkeit, noch so für sich neue Sachen daraus zu ziehen, neue Sachen zu entdecken. Ne? Unabhängig davon, was jetzt die wahre Intention des Schreibers irgendwie gewesen sein mag. Und das finde ich auch immer spannend, wenn du dann als Hörer dir da immer wieder so Fragmente rausziehen kannst, wo du so für dich feststellst, das passt gerade, aus irgendeinem Grund passt dieses Fragment gerade so total für mich, auch wenn der andere Kram oder die anderen Abschnitte vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Sinn ergeben mögen, aber irgendwann hörst du dir wieder den Song an und dann hast du ein anderes Fragment, was du so für dich rausziehst und wo du denkst, oh, das spricht mir gerade irgendwie total aus dem Herzen oder das spricht mich an, ne? Ja, ich glaube, das ist auch ein überhaupt ein Wesenszug von Popmusik an sich, bei dem ich noch gar nicht so, auch gar nicht theoretisch, gar nicht richtig greifen kann, woher das kommt. Aber dass ich meine, eine Rezeptionsweise von Popmusik, glaube ich, ziemlich deckt mit dem, wie die meisten das empfinden, dass Songs immer gehört werden mit der quasi impliziten Frage, kennst du das von dir? Und bei dieser Frage, da kommt ja immer irgendwie auch was bei raus, ne? Vielleicht mal mehr, mal weniger. Aber die Anknüpfungspunkte, wie resoniert, also auch klanglich übrigens, nicht nur textlich, ne? Wie resoniert diese klanglich erzeugten Gefühle mit den Gefühlen, die ich in mir habe? Ist der Text etwas, wo du irgendwas wiedererkennst, was auf dein Leben Bezug nimmt? Und das macht jeder Song irgendwie wie automatisch, wie von Geisterhand. Und gerade wenn da Texte jetzt nicht einfach nur platt konkret sind, sage ich jetzt mal, sondern eben Offenheiten belassen, so, dann ist diese Auseinandersetzung, kennst du das von dir, eine, die halt auch nie aufhört, weil das ändert sich ja auch bei einem, was man selber so, ja, mit sich rumträgt. Und damit, und deswegen ändert sich mitunter auch die Musik, die man hört, ne, im Leben, also mitunter. Ja, ist aber geil, dass in diesem, ja, allein so, wie du drüber sprichst, dieser Kosmos innerhalb der Texte, aber auch in der Musik, in der Melodie, das macht die Band so viel größer halt, weil im Endeffekt
du bekommst es, ich bekomme das Produkt, leg die Platte, leg die auf und klar komme ich da irgendwie rein. Aber das Schöne mal zu hören, dass die Leute, die dahinter stehen, dass es für die selber halt so was Großes ist und halt nicht einfach hingerotzt. Wir haben Bock, treffen uns im Proberaum, ah ja, hau raus, ey Henrik, mach die Texte drüber, alles klar, nächste Woche gehen wir auf Tour, dann, sondern dass es wirklich so ein Gesamtpaket ist, was aber auch ein Gesamtpaket an Gefühlen halt irgendwie ist. Ja, also wir sind jetzt gerade zum Beispiel ja mitten im Produktionsprozess zu unserem fünften Album. Ich habe vor kurzem Schlagzeug aufgenommen, Bass ist jetzt im Kasten. Für mich ist diese Zeit immer so, also eine Platte machen, so aufregend wie halt beim ersten Mal. Es gibt ja immer so diesen Klischeesatz, wenn jemand ein Debütalbum macht, so, ne, das erste Album nimmt man nur einmal auf. Und meine Erfahrung ist eigentlich genau anders. Also für mich ist halt, ich nehme irgendwie ständig ein neues erstes Album auf, weil es sich so anfühlt. Also jetzt das neue Messeralbum ist wie, fühlt sich an wieder wie ein Debütalbum. Es ist irgendwie immer wieder auf Null. So, jetzt machen wir einen neuen Songreigen sozusagen und brauchen jetzt noch eine Visualität dafür oder irgendwas. Und ja, ist wahnsinnig aufregend, finde ich. Geil. Ja, ich glaube, der Vorteil bei euch ist ja auch, glaube ich, bei dem Stil, den ihr jetzt bedient, ihr habt zwar, so ich erkenne auf jeden Fall einen Rahmen, aber ich würde sagen, dass dieser Rahmen auch immer loser wird. Also, dass man irgendwann so für sich, glaube ich, feststellt, man kann eigentlich all das ausprobieren, was man ausprobieren möchte und hat da nicht irgendeinem Genre oder irgendwelchen Regeln, die man sich da unterordnen muss, sage ich mal, wie in, weiß ich nicht. Ich finde, das hat man zum Beispiel bei Ritual dann später auch nochmal gut gemerkt, dass ihr anfangs natürlich, also das erste Album, dann kam die 7-Inch und dann das zweite Album, also das erste auch Reflections, da hat man auch so gemerkt, das ist so dieser Ritual-Sound, der wird abgegrast. Aber danach kam da auch irgendwie so eine Emanzipation zum Tragen. Und ich glaube, das ist auch für einen Musiker, der dann etwas produziert, ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn du so für dich feststellst, hey, ich kann ohne Grenzen meine Kreativität irgendwie ausleben. Und mit diesem Ausleben der Kreativität, also in dem Augenblick, wo du dann Grenzen oder imaginäre Grenzen überschreitest, dann agierst du auf einmal komplett frei. Und ich glaube, das ist dann auch das, was dafür sorgt, dass du dann tatsächlich immer wieder diese neue Aufregung verspürst, weil du tatsächlich auch immer wieder irgendwas Neues kreierst. Ja, gerade deine Wahrnehmung von Messer als einer Band, die eben diese Offenheiten gewährt, das freut mich sehr, dass die Band das offenbar auch ausstrahlt. Denn also das war tatsächlich schon eigentlich die Idee der Bandgründung, wenn man so will, weil, ja, du hast es jetzt gerade noch sozusagen auf die Zeit davor und Ritual bezogen. Klar, Ritual hat sich aufgelöst dann zu einem Zeitpunkt, da war dann klar, wir können nicht mehr so viel touren, wie wir es getan haben. Und das steht der Band nicht, 10 Konzerte im Jahr zu spielen. So entweder full on oder gar nicht, so. Dann halt natürlich kreativ das letzte Album, Paper Skin. Da haben wir uns sozusagen nochmal so wirklich so, klingt blöd, aber so künstlerisch verwirklicht, ne? Und das aber auch, also wir halten das bis heute sehr hoch intern, tatsächlich das Album, auch wenn das nicht mehr viel gehört wurde vielleicht, aber das ist schon eigentlich unser Bestes. Das konnten wir aber auch nicht gut live spielen und was sollte danach kommen? Das war sozusagen unsere Idee von progressivem Hardcore. Man konnte jetzt auch nicht wieder zurück zu dem, was du halt den Ritual Sound genannt hast, weil das stimmt ja, das ist der vorher sozusagen der Sound ist, den wir live dann, sozusagen gespielt haben. Ja, und natürlich halt auch so die verschiedenen Städte, die es dann bei uns gab. Man konnte kaum noch proben. So, und dann war für mich aber auch klar, ich will noch eine neue Band, ich will eine neue Band haben. Mhm. Ich will nicht ohne Band sein. Und das muss eine sein, die nicht so schnell einfach jetzt so in so Sackgassen läuft. Weil sozusagen kreativ war Ritual, wenn man dann so will, in einer Sackgasse. Das klingt jetzt sehr negativ, aber es ist ja eine schöne Sackgasse gewesen. Schönes Ende auch, finde ich, bis heute. Schöne letzte Platte. Aber da ging es nicht weiter. Und Messer sollte etwas sein, wo man immer mal alles Mögliche ausprobieren kann, und was trotzdem irgendwie zusammenpasst und eine Sprache hat. So. Und ja, dass das jetzt halt irgendwie so gut auch funktioniert, also weil auch sozusagen jetzt die Songwriting-Prozesse, die wir jetzt aktuell erlebt haben, so, das ist einfach
auch wenn da jetzt irgendwie sozusagen jetzt immer noch mal viel das auch Neues da, dazu kommt, ist die Sprache, die wir miteinander sprechen im Proberaum, mittlerweile so eingespielt. Das ist wirklich herrlich. Also da muss ich aber auch einfach sagen, dass ich da bis heute sozusagen großes Glück und große Bewunderung, was meine Mitmusiker betrifft, halt habe. Ja, das ist eine Band, die so als Band funktioniert, die hat ein anderes Fundament. Da, ja, das Fundament einer gemeinsamen Sozialisation, einer tiefen Freundschaft, eines gemeinsamen Austauschs auf Augenhöhe, bei dem alle Mitglieder immer alles sagen können. Und das muss man sich mal klar machen. Jetzt so in unserem Alter, heutzutage, man kriegt so eine Band einfach nicht mehr einfach mal so gegründet. Ritual war so eine Band, ne, wo alle Mitglieder sozusagen von Anfang an wussten, so, das ist jetzt das Geilste, das wollen wir machen. Wir ziehen hier an einem Strang, wir verfolgen einen gemeinsamen Zweck. Und als der sind wir halt ein Team. So. Und ja, bei Messer ist das halt, wir haben im richtigen Zeitpunkt dann irgendwie noch es geschafft, damit anzufangen sozusagen. Also ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal halt irgendwie so eine Band gründen würde können oder wie man sagt, keine Ahnung. Ja, muss man sich mal klar machen, das geht nicht einfach so. Wenn du, muss man ganz kurzen, fällt mir jetzt gerade ein, in die ganz andere Richtung, wenn du sagst, mit noch einer Band gründen können, könntest du dir nicht vorstellen, nochmal eine richtige Hardcore-Band zu machen? Ja, lustigerweise habe ich darüber nachgedacht, ja. Also ich seit ein paar Jahren höre ich irgendwie wieder voll viel Hardcore so, das war natürlich auch mal weniger, da brauchte ich auch irgendwie, glaube ich, mal so eine Zeit, in der ich so ziemlich auf bewussten Abstand gegangen bin, und in letzter Zeit wieder voll viel und dieses Gefühl, also halt dieses Hardcore-Gefühl, die Energie, dieses Pulsieren in den Adern, ne? Es ist halt immer noch das Geilste. Und natürlich habe ich dann voll oft auch so, Mann, scheiße, ich hätte halt wirklich Bock mal wieder auf dieses Holzhacken. Ne? So. Und zur gleichen Zeit halt das, was ich gerade gesagt habe über Bandgründen, ne? Und gerade bei einer Hardcore-Band, also in dem Alter eine Hardcore-Band gründen und das soll nicht peinlich rüberkommen. So nach dem Motto so, ah ja, jetzt hat er so ein paar Jahre Hamburger Schule gemacht, jetzt ist er wieder da. Ja. Ne, so wie mein Freund Malle Feigemann, da macht ein Straight Edge Dropout, ein paar Wochen später wieder ankam und sagte, Jungs, da bin ich wieder Edge. Also das geht nicht so gut. Das geht einfach nicht so gut. Ja. Und aber vielleicht sei es auch nur so als Proberaumprojekt oder so. Also ich hätte schon ein bisschen Bock, aber klar, das hat dann natürlich auch immer noch was mit Zeit zu tun, weil das so richtig zu verfolgen, das braucht Zeit, die ich jetzt gerade auch gar nicht so ohne weiteres hätte. Micha und ich haben uns im Vorfeld darüber ausgetauscht, wie alt du wohl sein magst. Und unter anderem habe ich mich das auch deswegen gefragt, weil, und jetzt machen wir so ein bisschen Abkehr vom rein musikalischen Thema, aber bei den Recherchen zum heutigen Gespräch ist mir zum Beispiel aufgefallen, du hast einen Doktortitel, stimmt das? Ja, ist richtig. Genau, in Literaturwissenschaft habe ich promoviert, genau. In Literaturwissenschaften. Ja. Also ich bin ja jemand, mich kann man mit sowas immer noch total beeindrucken. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, ob das für dich so ein Titel ist, wo du sagst, ja, hey, ich habe da halt ne, wissenschaftliche Ausarbeitung gemacht, habe dann jetzt meinen Doktortitel und damit ist für mich auch das Ding gegessen. Für mich ist das immer so, wow, okay, krass, also da hat jemand tatsächlich ganz schön was geleistet. Und mal so für uns Normalsterbliche, wie ist das? Also so Doktortitel, ist das was, wo du auch irgendwie so einen gewissen Stolz verspürst? Oder ist das für dich ja einfach so ein normaler Umstand? Also muss es in die Beschreibung vom Podcast mit rein, willst du wissen, Michael? Genau, also Dr. Frage ist, bist du der Dr. Wolf oder bist du noch der Philipp von Messer? Nein, ich würde niemals auf diesen Titel bestehen und ich meine, es ist so, ich verstehe die Frage. Ich verstehe die gut, weil hätte man mir vor ein paar Jahren erzählt, dass ich mal irgendwie dann in Literaturwissenschaft promovieren würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, oh krass, nee, das ist viel zu krass und das traue ich mir nicht zu und das machen ja eh nur die heftigsten Checker oder so, ne? Ja, das ist mein Eindruck von der Sache. Ja, ich sag mal jetzt was Zynisches. Man kann über den größten Unsinn Doktorarbeiten schreiben. Du musst halt irgendwie eine Sache nehmen, wie es sie so gibt, und irgendwie dir überlegen, welche Brille setze ich jetzt auf, um sie mir anzuschauen. Mhm.
dann darfst du auch die Brille die ganze Zeit nicht abnehmen und noch kurz erklären, welche das ist. Und irgendwie glaubhaft machen, dass es der Wissenschaft genau daran gefehlt hat, diese Sache einmal durch diese Brille anzuschauen. Aber wenn wir jetzt darüber reden, erheblich was geleistet, wie du das gerade gesagt hast, da denke ich mir, jemand, der 3 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, als Paketzusteller oder als Putzkraft bei der Müllabfuhr oder whatever, Supermarktkassiererin, die das haben, glaube ich, wesentlich härter geklotzt als ich. Also ich habe die Zeit sehr genossen und irgendwann war ich dann fertig oder habe dann gemerkt, okay, ich komme hier irgendwie schon aus mit der Zeit und das war natürlich dann auch beruhigend so. Also der Grund, das zu machen, war wirklich schlicht und ergreifend halt, dass ich dadurch halt eine Möglichkeit aufgetan hat, mein Studium noch ein bisschen zu verlängern. Und das Studium war für mich halt immer ein sehr guter Zustand, um viel Musik zu machen. So, viel auf Tour und so, das war schon gut. Ja. Aber was mich da in dem Zusammenhang, und jetzt kommen wir doch dann, weil du es gerade selbst nochmal erwähnt hast, nochmal kurz zurück zur Musik. Also ist es denn dann so, wenn man so untriebig ist und viele Projekte oder an vielen Projekten beteiligt ist, viele Konzerte spielt, ist es denn dann so, dass dann zwischendurch zumindest ein bisschen was hängen bleibt, um auch mal seine Miete bezahlen zu können oder einen Teil davon, weil letztendlich, wenn man nur an der Doktorarbeit parallel sitzt, dann kommt ja auch nicht zwangsläufig Geld rein. Ja, also ich hatte da halt das Glück und das war auch ein bisschen für mich eine Bedingung, das zu machen, dass ich ein Stipendium bekommen habe. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Es gab mal so ein kleines Zeitfenster bei Messer, wo es so um Fragen ging, Plattenvertrag mit einem größeren Label, irgendeine Managementfirma und irgendwie sowas. Am Ende haben wir uns dagegen entschieden oder vielmehr durch unser eigenes Verhalten auch eigentlich schon diese Anfragen sabotiert auf eine Art, dass wir da nie in so dieses so, jetzt muss man gucken, dass dabei was rumkommt. Also es gibt, um deine Frage zu beantworten, weil ich finde es total richtig, über Geld zu reden, ne? Es gibt ja immer diese Moral, man redet nicht über Geld, das ist genau so, läuft das mit der Klassengesellschaft dann nämlich auch, wenn man nicht über Geld reden darf. Es ist nicht so, dass es jetzt in irgendeiner Weise die Miete jetzt schon mal davon bezahlt worden wäre. Sondern es gibt dann halt vielleicht mal Momente, wenn nach Natur was überbleibt oder so, dass man dann sagt, komm, dann kriegt jetzt jeder mal ein bisschen Taschengeld. So. Und jetzt in Corona-Zeiten, also selbst so eine Band wie wir, also ich war auch anfangs sozusagen erstmal bestürzt für die Leute, die eben irgendwie von der Musik leben müssen und das jetzt gerade ja nun mal sehr schlecht geht, muss man dann echt, also ja, da musste man dann auch mal wirklich krass vorschießen für die Band. So. Also das kann man auch einfach mal sagen. Also da sind selbst wir nicht so toll bei rausgekommen aus der Sache. Also wir müssen unbedingt mal wieder Konzerte spielen, blöd gesagt. Ja. Geld muss rein auf jeden Fall. Immer natürlich. Aber du hast ja gut Kontakt zu einer elitären Klientel hier. Viele Doktors um dich rum, Spin-Doktors, Dr. Pepper, Dr. Schnuckles, Dr. Brinkmann. Und wie sie alle heißen, bist du direkt an der Quelle im Hörsaal quasi. Früher Schülerband, jetzt vielleicht eine Hochschulband, mal sehen. Gibt es bei dir in der Hochschule überhaupt Leute, die von deinem musikalischen Dasein wissen? Also ich meine, ich habe einen Kollegen, einen Professor, der hat selber immer in Bands gespielt und mit dem habe ich natürlich einen regen Austausch. Also der hat früher so, keine Ahnung, One Man and His Droid, kennt ihr noch? Robocop Kraus, Pale, da hat er überall mal gezockt. Und ja, jetzt bei Duchamp. Kennt ihr die? Von Ingo Dunert, die neue Band mit Kid Dynamite, Feature und dem ganzen. Ja, genau. Der Peter. Schöne Grüße an Peter an dieser Stelle. Ach, sieh mal. Genau. Und kollegial ist da sozusagen dieser Austausch da. Und bei den Studierenden, also ganz vereinzelt, glaube ich mal, Studierende, die das wissen. Das weiß ich dann aber auch, weil ich die dann wahrscheinlich so ein bisschen vom Sehen kenne. Ne? Und dann ist das auch ein bisschen stillschweigende Übereinkunft, dass das jetzt nicht so der Rahmen ist, in dem man da jetzt irgendwie groß drüber labert halt. Ne? So, ja, okay. Philipp, wir haben jetzt echt hier schon einige Zeit gequatscht und das Gespräch super angenehm. Da könnten wir gern noch stundenlang weiterreden, vor allen Dingen jetzt auch bedingt dadurch, dass wir uns ja schon so lange nicht gesehen haben. Ja. Aber pass auf,
Wir müssen natürlich wie immer zum Ende der Sendung, das ist so diese ungeschriebene Regel, die wir uns selbst auferlegt haben. Wir müssen irgendwie die Zeit einhalten und dann ja auch am Ende nochmal die 15 Entweder-Oder-Fragen raushauen. Bevor wir das tun, lieber Philipp, erzähl uns doch mal, neben Musik, was hast du da noch so für weitere Hobbys? Das würde mich nochmal interessieren. Ja, es sind natürlich Interessen, die aus sich heraus noch sozusagen Nebeninteressen produzieren. Also ne, Musik hören, die ganze Zeit irgendwie diggen nach irgendwelchen Platten, die man noch nicht gehört hat und die geil sein könnten. Genauso wie auch das Hochschulding sozusagen als kleinen Spin-off halt irgendwie auch eine theoretische Befassung noch hat, die irgendwie, was weiß ich, Gesellschaftstheorie beinhaltet, die jetzt nicht unmittelbar mit meiner Arbeit zu tun haben, weil ich da halt einfach dann was wissen will und dann hilft mir das irgendwie ein paar Sachen besser zu verstehen. Das macht ja so einfach Spaß. Und darüber hinaus, also deswegen, da merkt man schon, nee, es wird dann eben schon auch, dass die Interessen sich dann sozusagen nochmal verdoppeln aus dem, was ich eh schon mache. Viel ausgehen tatsächlich. Ich mag so das Nachtleben, ich habe irgendwie gute, enge Freundinnen und Freunde, die ich wirklich wahnsinnig liebe, was familiäre Verhältnisse geradezu sind hier. Und ja, mit denen eine gute Zeit haben halt. Und dann halt auch nochmal über all das diskutieren, was man sich sonst so an Input sozusagen reinfrisst. Das Bau muss dann auch immer wieder ein Output finden. Labern. Herrlich, Ich, ja, ich, Hobby, herrlich. Hobby labern. Bin ich komplett bei dir. Kenn ich nur zu gut. Deswegen, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe diesen Smalltalk, das habe ich mittlerweile so komplett über. Das ist für mich immer so verschenkte Zeit. Ja. Da rede ich lieber mit engen Freunden und wenn es nur an der Hand abzuzählen ist, wie viele das vielleicht am Ende sein mögen, aber dann rede ich lieber mit Menschen, die mir was bedeuten, wo ich gute Diskussionen führen kann, als wenn man irgendwie so oberflächliche Gespräche über nichts führt. Und deswegen haben wir auch jetzt hier in Form dieses Podcasts so die Möglichkeit, uns mit Leuten auszutauschen, die uns jeweils total interessieren, weil es einfach schön ist, Meinungen, Erfahrungen etc. irgendwie mitgeteilt zu bekommen und ja, im Rahmen der Zeit dann vielleicht auch sowas wie eine Diskussion darüber anzustoßen, ne? Ja, voll. Kann ich zu 100% Bin ich unterschreiben. dabei? Und ich finde auch gerade, dass sozusagen das Tolle auch an dem Podcast, dass ihr da halt irgendwie auch so dann so bei so Leuten, die, ja, wie gesagt, die man früher öfters gesehen hat, heute nicht mehr, aber da dann halt nochmal so in Kurzformat gespiegelt kriegt, so wie ist das weitergegangen, was beschäftigt die heute? Also auch zum Beispiel Jens Fömpel, den ich ja damals viel gesehen habe, der zwar auch in Hamburg wohnt, aber den ich halt wirklich eh nur mal so flüchtig auf der Straße mal sehe, auch mal wieder gedacht, ach, wie geil, den mal wieder zu hören. So, Schön. ist ja fast so ein bisschen wie den so auf dem Anruf beantwortet zu haben, sozusagen. Ich gebe dir mal ein kurzes Update, was die letzten Jahre passiert ist. Ja. Ja, total, total. Ja, ich schmeiß uns raus. Sehr gerne. Also, wenn es nach mir geht, Also schmeiß ihn gerne raus. tue ich es nicht, aber ich mach's mit den 15 Entweder-Oder. Wer fängt an? Mike oder Michele? Mike Tree, ich wähle Mike Okay, Tree. bist du bereit, Philipp? Jawohl. Okay, los geht's. Messer oder Gabel? Messer. Tokotronic oder die goldenen Zitronen? Blumfeld. Ist beides nicht so. Ja, wenn ich mich entscheiden muss, boah, kann ich, ist mir egal eigentlich, beide gleich, weiß ich nicht. Gleich gut oder gleich schlecht? Ich will nichts Falsches sagen. Also sie sind für mich nicht so wichtig, tatsächlich. Man denkt das halt, dass ich so ein Diskurspop-Typ bin, aber ich bin in Wahrheit einfach nur Blumfeld-Fan. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich das alles jetzt, eher dann vielleicht Goldene Zitronen, habe ich mehr gehört und die haben halt mitunter auch echt gute Kritik, so. Sport oder Sofa? Sofa. What's the story, Morning Glory oder Definitely Maybe? Definitely maybe. Flufffest oder Hörsaal? Fluffest. I don't know. Oh Mann, keine Ahnung. Naja, gut, ich sag mal, auf dem Fluffest ist jetzt gut. Im Hörsaal wäre ich noch. Ich sag Hörsaal, das ist irgendwie gegenwartsnäher. Okay. Metropole oder Kleinstadt? Metropole. Ich wohne gerne in einer Großstadt, ja. Life of Regret oder Ritual? Life of Regret. Live oder Studio? Ja, das finde ich wirklich, das ist eine gemeine Frage, weil live hat andere Qualitäten als Studio. Im Studio kann man anders denken als live. Das ist Yin und Yang.
finde ich. Mhm. Oder ist das so? Du musst liefern. Du musst liefern. Als Rezipient oder als Macher? Als Macher. Dann live. Okay. Ja, nächste Easy to Go: Jochen Distelmeier oder Rocco Schamoni? Ja, Distelmeier. Jochen ist der coolste. Ja. Okay. Apropos. Nichts gegen Rocco, der ist auch cool. Was ja auch cool ist, ist Alkoholkonsum. Frage dazu: Wein oder Bier? Das sind eigentlich die beiden einzigen alkoholischen Getränke, die ich überhaupt jetzt so regelmäßig trinke. Ich bin jetzt kein Gin-Tonic-Typ so sehr. Und dann hängt es sehr an der Laune. Ich würde sagen, Wein, Weißwein. Mann! Falsche Antwort? Ja. Gibt's richtig und falsch? Bier? Für uns grad, es war Bier? Es war Bier, fuck, ich sag Bier. Nee, wir haben... Also ich muss kurz dazu sagen, wir haben Wein oder Bier und daraus ergibt sich eine weitere, je nachdem, was du gewählt hast, Wein- oder Bier-Frage. Und wenn du Wein wählst, ist die Frage, ich mache sie trotzdem rot-süß oder rot-trocken. Und jetzt kommst du mit Weißwein. Wir sind voll die Amateure. Rot-süß, aber ich kann die Frage auch beantworten und natürlich rot-trocken. Also Wein, glaube ich, kann man sowieso nur trocken trinken eigentlich. Also das ist so meine Erfahrung. Ich weiß gar nicht, so liebliche Sachen. Weder rot noch weiß besonders angenehm, finde ich. Das ist so wie so Traubensaft, der aber nicht der schlecht ist. Ich meine, gut, okay, das ist es sogar. Das ist Wein, ist Traubensaft, der schlecht ist. Hallo. Ja, okay. Schach oder Tischtennis? Schach. Snapcase oder Refused? Refused. Nichts gegen Snapcase, aber Refused ist biografisch bei mir relevanter. FAZ oder Süddeutsche? Kommt drauf an, wer da gerade schreibt. Also, ja, keine Ahnung. SZ, einfach aus Nostalgie, gab es im Österreich-Urlaub immer bei meinen Eltern gekauft. Okay, die letzte mit Messer auf dem Mitarbeiterfest der SZ. Als deren Wunschband oder mit Ritual als Joe-Code-Coverband im Jutz in Mannheim. Zweiteres, mega Bock drauf sogar. Joe-Code-Coverband, würde ich mich sofort anmelden wollen jetzt. Haben die anderen bestimmt sogar auch Bock drauf. Vielleicht wäre das ein gelungenes Reunion-Format, als Showhold-Coverband wiederzukommen. Ich schreib gleich mal in den Gruppenchat an die anderen. Vielleicht ist das was. Es heißt zumindest schon mal, dass ein Gruppenchat wieder existiert. Ist natürlich für dich, ich glaube für dich als Schlagzeuger, ist es halt unglaublich schwierig, diese Beats so krumm hinzukriegen. Ne? Aber und ich muss mir unbedingt ein China-Becken kaufen natürlich noch wieder. Ja, könnten wir uns jetzt, ich ertappe mich dabei, wie ich das, glaube ich, in jeder Folge sage, da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber unterhalten. Ja, stimmt. Und uns stundenlang drüber austauschen. Aber so soll es ja auch sein, dieses Gefühl, dass man jetzt gerne stundenlang so weitermachen könnte. Und am Ende muss man aber irgendwie zu einem Ende kommen. Und das würde ich jetzt hiermit gerne einläuten, lieber Philipp. Ich habe es zwischendurch schon einmal angedeutet. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, mich heute mit dir austauschen zu dürfen. Es war super interessant. Es hat sich angefühlt, als ob man tatsächlich sich erst letzte Woche irgendwie gesehen hat und jetzt nochmal wieder sich zu einem Gespräch trifft. Das, was wir jetzt nach der Heaven Shall Burn Show nicht hinbekommen haben, konnten wir dann zumindest hier auf dem Weg des Internets nachholen. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute unser Gast zu sein. Danke für diese ganzen Insider-Informationen. Und hoffentlich bis sehr bald. Viel Erfolg noch mit deinen ganzen Projekten. Und ganz liebe Grüße von mir auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Alter! Folge perfekt abgeschlossen, oder was, du Hund? Was soll ich da überhaupt noch sagen? Ich versuche trotzdem mal anzuknüpfen. Ey, Philipp, der erste Podcast-Gast, den ich nicht kannte, wie im Intro gesagt. Und ich habe mehrmals hier den Zeitcheck gemacht, habe nach rechts geguckt, wie weit wir sind und habe festgestellt, so nach gefühlten 30 Minuten kam mir es vor wie 2 Minuten. Das heißt, es ist ein sehr gutes Zeichen. Zwar schlecht für uns, für unser Time-Management, aber wunderschön, wenn das irgendwie so fließt. Ich war an deinen Lippen geklebt, war wunderschön. Einmal muss ich kurz aufstehen, es tut mir leid, weil da meine Katze hier vom Bambus gegessen und dann hier auf dem Boden erbrochen. Aber ey, Philipp, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen, fürs Dasein. Und ich bin mir sicher, du wirst auch in 10 Jahren noch aussehen wie der 9-jährige mit Nirvana-Shirt am Schlagzeug. Vielen lieben Dank dir. Ja, vielen lieben Dank euch. Also das
finde ich total schön zu hören, auch gerade von dir. Also mir ging es natürlich genauso, wie Mike das gerade gesagt hat. Man hat sich viele Jahre nicht gesehen oder wir kannten uns überhaupt allenfalls nur vom Sehen, wie schnell sich da wieder so eine Vertrautheit einstellt, wo man, ja, keine Ahnung, sich dann halt gar nicht mehr groß fragen muss, was ist hier passend, sondern einfach so von der Leber weg, wie man sagt. Cool irgendwie so überhaupt in so einem Anlass sozusagen provoziert zu werden über die eigene musikalische Sozialisation und wie dann was irgendwie so aufeinander folgt, um auch nochmal nachzudenken. Das tut man ja auch oft gar nicht so. Und deswegen, ja, finde ich das ein schönes Format halt so. Hat mir großen Spaß gemacht, sozusagen von eure Fragen da so als Impulse aufzunehmen. Und ich hoffe auch, dass wir das bald vertiefen können. Bei Bier oder Weißwein, das könnt ihr dann entscheiden. Und genau, dann kommen auch Rückfragen. Also, hat mich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank euch. Danke. Wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten. Alles klar. Philipp, mach's gut und hoffentlich bis sehr bald. Bis dann. Das hoffe ich auch. Ciao.